Jo Leute, was geht ab, Freunde? Heute gibt's ein Notfallvideo. Ihr könnt's gerade sehen. Hier, ich bin gerade auf der Nintendo-Webseite und vor 40 Minuten, ich mach das jetzt hier ultra schnell, diese Reaction, Leute. Nintendo hat gerade einen Trailer rausgehauen zu einer neuen Nintendo Switch, Leute. Und zwar das Nintendo Switch OLED-Modell. Ich kann jetzt schon mal sagen, Leute, wir dachten alle, es kommt irgendwann die Nintendo Switch Pro. Jetzt ist die Frage, ist das die Nintendo Switch Pro? Aber was ich jetzt schon sagen kann, Leute, wenn, The King, such mal kurz da rein. Hier, das ist einfach geil. Also alleine hier, es ist OLED, Leute. Ich liebe OLED. Ich liebe OLED in Fernsehen. Ich liebe OLED in Handys. Ich wünsche mir, dass OLED auf Monitoren kommt. Ich würde mir wünschen, dass iPad auch OLED haben würde und nicht dieses Mini-LED, weil das mag ich nicht. Es ist einfach, es macht zu viel Blooming. Und auch noch in diesem Weiß, in diesem Black and White. Oh mein Gott, Nintendo hat mich da jetzt schon abgeholt. Ich bin so gespannt darüber. Und ja, mal gucken, Leute. Vielleicht kann ich dieses Video auf irgendwie auf 8 Minuten strecken, um da vielleicht noch eine Werbung reinzupacken. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr gehypt seid, lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Video erst einmal an, Leute. Let's go. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, Leute, was Nintendo da rausgehauen hat. Okay, Leute. Let's go. Ich gebe jetzt schon mal ein Like da, obwohl die Like-Dislike-Verhältnis hier ist noch so ein bisschen... Ich gebe erstmal gleich ein Like da. Mal gucken, Leute. Also, was erwarte ich von dem Trailer? Ich hoffe mal, es ist nicht nur einfach ein neues Modell, was OLED bietet, sondern auch mit mehr Grafik-Features. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die ein bisschen schneller ist, die Konsole. Also ein bisschen mehr Effizienz. Okay, let's go. Let's go, Leute. OLED-Modell... Stand da gerade Modell mit Doppel-L? Ist Modell... Wird Modell mit Doppel-L geschrieben? Modell... Ein Modell... Ja, okay. Ist richtig. Das ist, das ist der deutsche Trailer. Der deutsche Trailer. Okay, Leute. Oh, see. Das ist gar nicht weiß. Das ist so ein Silber, ne? Ist das ein neues Metroid? Oha. Wartet mal kurz. Ich sehe jetzt schon eine Neuerung. Hier. Ist der Lüftungsslot? Ja, der ist schlanker. Der war vorher größer. Das ist bei mir jetzt so verstaubt. Ja, es ist anders. Es ist anders. Sind die Display-Ränder dünner? Ich glaube, das sehe ich nicht so wirklich. Also ich würde mir wünschen, die wären vielleicht noch ein bisschen dünner. Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Also ich meine, wenn es ein OLED-Modell ist, so ein bisschen dünner hier. Bis dahin. Aber ich glaube, es ist... Ist es die gleiche Auflösung? Jedenfalls sind die Joy-Con gleich. Ich versuche gerade wirklich die kleinsten Unterschiede herauszufinden. Was war das? Was war das? Stopp, stopp, stopp! Pause, Pause, Pause! Was war das hier? Was war das? Ey! Irgendwie funktioniert die Leertaste bei mir nicht. Ist das ein neues Kickstand? Ja, Leute. Ich glaube, das ist ein neuer Kickstand. Ja, der wurde angepasst. Ja, hier. Das ist ein neuer Kickstand. Endlich, Leute. Endlich kriegen wir mal einen ordentlichen Kickstand. Und nicht dieses kleine Plastikteil. Komm aber mit mehr Grafik. 7 Zoll. Oh! Ja, es ist größer. Es ist größer. Ich hab's doch gesagt, Leute. Yes. Yes. So. Ey, es war vorher 6,2. Es war vorher 6,2 Zoll. Krank, wie dick die Ränder waren. Die waren ja übelst fett, Leute. Das ist ja übelst. Ist es so klar? Ist es so dick gewesen? Ich weiß nicht. Die Nintendo Switch-Konsole hatte 6,2. Jetzt haben wir 7 Zoll. Yes, Leute. Yes. Nice. Also, so sieht die doch geiler aus. Oh, sie ist größer. Sie ist größer. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Ich brauch das. Eier, ich brauch das, Junge. Eier, wir brauchen Eier, Junge. Das sieht geil aus. Das sieht so nice aus. Alter. Oh, Junge. The King, das könntest du eigentlich als Thumbnail-Shot nehmen. Aus der Sekunde. So ein bisschen strecken. Boah, das sieht so nice aus. Das sieht so nice aus. Oh. Warum funktioniert meine Leertaste nicht? Die ist broken. Ich hoffe mal nicht, dass der Song gecopyrighted ist. Ich werde jetzt mal wirklich ein bisschen die Musik leiser machen, ne?
So, das Bildmaterial des Spiels entstammt der englischen Version, die finale Version. Ah, das ist das neue Pokémon, ne? Okay, ja, das ist das Pokémon. Oh, Nintendo, danke, danke. Das heißt, ich kann auf der neuen Nintendo Switch-Konsole das spielen. Wurde die Grafik denn ja! Das ist es, was ich meine. Das ist es, was ich meine, Leute. Der neue Kickstand. Das ist der neue Kickstand. Und man kann den sogar oha. Okay, das ist schon ein Upgrade. Nintendo, was kostet denn die Konsole? Also, ihr könnt nicht mehr als 350 verlangen. Ihr könnt nicht mehr als 350 für die Konsole verlangen. Wenn ich jetzt falsch liege, dann schreibt es in die Kommentare. Aber es ist ja noch alles anders. Es ist ja einiges noch anders. Oh boy. Oh boy. Er sieht so geil aus. Oh. Ich bin so gehypt, Leute. Ich bin so gehypt, weil das, was ich immer kritisiert habe an der Switch, so wie sie ist, ist, dass du halt wirklich einen zu kleinen Display hast. Es ist leider so. Ich würde gerne mit Leuten spielen, aber das Display ist viel zu klein. Und 7 Zoll ist auch nicht zu groß, aber es ist so genau der richtige Mix. Es ist schon ein Upgrade. Also die Display-Ränder noch ein Stückchen kleiner. Ich hätte es mir noch mehr gewünscht, aber das jetzt ist schon, es ist jetzt wenigstens so mehr zeitgemäße Konsole. Und ich bin auf die Akkulaufzeit. Danke, Nintendo! Yes! Bessere Lautsprecher! Yes! Die waren nämlich vorher auch kacke. Die waren richtig schlecht. Endlich! Endlich! Okay, was ist noch neu? Warte, ist das ein neues Spiel? Ah, nee, das ist dieses eine. Ja, das ist das eine Spiel, Leute. Oh boy, jetzt kommt's! 4K-Auflösung, 1440p, wer weiß es? Oh. Yes! Danke, Nintendo, für den LAN-Anschluss im Dock. Danke, Nintendo, danke. Ja, ich weiß, es ist Kleinigkeit, aber es ist für Online-Spiele einfach wichtig, weil die Verbindung meistens kacke war. Egal, ich hole mir eine neue Switch, die hat eh alles besser. Und die hat ein aktives Kühlsystem, glaube ich auch. Das Dock. Oh boy. Ich will hier keine Copyright-Streaks kriegen, deswegen mach ich es ja echt mal leiser. Oh, Leute, ist die sick. Ist die süß. Ist die schön. Die ID passt so schön zu meiner PS5. Oh, die passt so schön zu meiner PS5. Und das Dock ist auch schön gerundet. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Oh mein Gott, Nintendo, danke, danke, danke. Danke, Nintendo, danke schön. Ich brauche das. Es sieht so geil aus. Es ist meine neue Lieblingsfarbe. Oh, yes. Ja, okay, das ist ja nicht neu, aber es sieht schon so sick aus. Okay, bisschen Mario Party. Aber es ist nicht die Switch Pro, ne? Es ist nicht die Switch Pro. Oh, Ring Fit, ja klar, natürlich Ring Fit, Leute. Geiles Spiel auch, wirklich bockt übertrieben. So. Ja, also ich weiß nicht, wird das eine Switch Pro werden? Hat die mehr Leistung? Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, sehr stark, dass es vielleicht mehr Leistung hat. Oha, die kommt schon am 8. Oktober raus. Okay, dann werde ich meine Vorbestellung jetzt langsam ersetzen. Das ist nice. Das ist schon sehr nice. Ja. Ja, ich muss sagen, jetzt haben wir drei Modelle. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist ein bisschen komisch. Also wir haben jetzt eine Switch Lite, eine Nintendo Switch und die Nintendo Switch OLED-Modell. Es ist nicht die Pro. Aber es ist OLED. Also OLED macht das Bild schon viel schöner. Braucht es jetzt eine Switch Pro? Bin ich ehrlich, Leute? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ja, vielleicht ein bisschen mehr FPS so. Vielleicht hat Nintendo ja die GPU und CPU ein bisschen verbessert. Ich gehe mal davon aus, dass Spiele ein bisschen besser laufen werden. Aber ja, was soll ich sagen? Das ist, Leute, die neue Nintendo Switch Pro. Also von Nintendo. Ich bin sehr gespannt und ja, Leute, ich würde gerne wissen, wie viel kostet die? Was sagen denn die Kommentare? Die Farbe sieht echt geil aus. Habt ihr eure Switch Pro? Aber eine weiße Switch ist so mega geil. Ey, ja, es ist...
Real Talk, mich haut es nicht vom Hocker, da ich mit meiner Switch eigentlich recht zufrieden bin, nicht unbedingt eine verbesserte Version brauche. Es gibt endlich einen brauchbaren Standfuß, ja. Yep, ich kann schon mal mein Geld losfliegen hören. Wie viel kostet es denn? Um die 400 Euro will Nintendo bestimmt haben, aber achso, wir wissen noch nicht. 400 Euro, wäre die das wert? Da muss der Prozessor schon besser sein. Der ist schon wirklich veraltet. Aber ja, Leute, ich würde sagen, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Nintendo Switch OLED-Modell? Ich finde es super sexy. Ich finde die so wunderschön. Ich finde die sehr, sehr nice. Mir gefällt sie sehr. Also optisch wird die sich perfekt in mein PS5-Setup einordnen. Oh, es wird so wundervoll werden, Leute. Ja, ich weiß nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein, Freunde, und ciao!